Servus, heute Masle mit dem neuen Video von mir und das ist mein FAQ-Special mit Jerome. Der liest mir hier die Fragen vor. Sag mal hi. Hallo. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach an und labern jetzt hier nicht groß rum. So, dann fangen an. Okay. Größe deines Dickes. Oh, das Also, weiß ich ja schon. okay, Größe meines Dickes 1,52 Meter und 4 mm. Okay. Kennst du Lance Butters persönlich oder magst du einfach seine Musik? Also ich kenne Lance Butters natürlich nicht persönlich. Ich feiere einfach seine Musik übelst übertrieben und ja, ich supporte den einfach mega, weil Lance Butters ist beste Mann. Weiter. Was ist deine Meinung zu Menschen mit roten Haaren? Ich habe nichts gegen Menschen mit roten Haaren. Ich habe einen Kumpel, der hat auch rote Haare. Also sind genauso Menschen wie du und ich. Ist fast selber wie braun oder blonde Haare, bloß halt, es ist besonders, weil es haben halt nicht so viele wegen YOLO-Swag und so. Weiter. Wie kamst du aufs Designen und wer hat dich inspiriert? Also aufs Design kam ich damals dadurch, dass ich immer mit Rambo und so auf Teamspeak gechillt habe. Und da war InkArts und irgendwann hat Philipp mal, also InkArts, so ein Video gepostet. Und ich fand das richtig krank, was er da mit Photoshop gemacht hat. Und dann habe ich mir Photoshop auch gedownloadet und habe es auch mal ein bisschen probiert. Und wer mich inspiriert hat, ist eigentlich so die deutsche Community, also Skillfile, MelonArts, TreeFX und InkArts, ja. Was hat denn ein gebleichter Anus mit roten, haarigen Menschen zu tun? Das ist keine Frage, weiter. Okay, wie bist du zu YouTube bzw. zu GFX gekommen? Und ja, das hatten wir ja gerade. Ja, aber zu YouTube gekommen bin ich, wie jeder halt, ich habe mir Videos angeguckt und habe mich irgendwann angemeldet, habe irgendwann einen eigenen Channel gemacht, weil mein Kumpel Niklas Brain, er ist ein Editor, der hat gesagt, hier, mach auch mal YouTube, weil ich halt immer denen so Backgrounds gezeigt habe und bla. Und da hat er gesagt, hier, mach auch mal YouTube, weil du könntest ein paar Subs bekommen, weil du bist echt gut. Jo. Okay. Wie bist du zum Fingerboarden gekommen und warum magst du es so sehr? Also zum Fingerboarden gekommen bin ich durch einen Kumpel und zwar hatte der damals immer beim Skaten so ein Fingerboard mit und hat dann immer so Tricks damit gemacht und das fand ich richtig krank irgendwie und der hat mir dann ein Fingerboard von sich gegeben und das habe ich dann probiert, habe es nicht hinbekommen und irgendwann im Urlaub auf Gran Canaria habe ich das mal mitgenommen und dann habe ich es probiert und probiert und dann habe ich irgendwann Ollie und Kickflip mit hinbekommen und dann fand ich es so geil, dass ich es einfach bis jetzt immer noch mache, ja. Was findest du, macht COD4 besser als die anderen COD-Teile? COD4 macht ganz klar der Pro-Mod besser. Pro-Mod ist halt ein Mod, den man für Clan-Wars benutzt. Hauptsächlich, um gegenseitig zu messen, wer besser ist. Und ja, ganz klar der Pro-Mod halt, sonst macht COD4 nichts besser. Weiter. Wie findest du das neue YouTube-Kanal-Design? Und was denkst du von der Zukunft der GFXler? Das neue Kanaldesign finde ich relativ geil. Der Hintergrund, der weiße, muss man sich halt dran gewöhnen. Aber sonst finde ich es richtig cool, weil jetzt viel 2D-Zeug da ist, nicht mehr so viel 3D-Shit. Und Zukunft, also die ganzen Background-Designer, die nichts anderes können, werden aussterben, denke ich, hoffe ich. Weil ich habe auch viele Backgrounds gemacht, bla bla bla. Aber ich kann halt auch anderes und kann das andere auch gut. Und habe jetzt auch noch viel auf der Platte, was ich jetzt demnächst hochladen werde. Okay. So, weiter. Hattest du schon in deiner Kindheit eine kreative Ader fürs Design oder hat sich die erst herausgebildet? Erstmal kommen noch deine Meinung zu Asiaten. Ja, wie ist denn deine Meinung zu Asiaten? Meine Meinung zu Asiaten sind ganz normale Menschen wie du und ich, bloß die haben Schlitzaugen und eine andere Farbe von der Haut so ein bisschen. So, weiter. Ja. Jetzt das mit der kreativen Achso. Ader. Hattest du schon in der Kindheit eine kreative Ader fürs Design? Weiß ich nicht ganz genau. Ich habe gern gezeichnet, ich habe gern halt gemalt und habe das halt auch oft gemacht, klar. Es kann sein, dass davon kommt, dazu kann ich halt nicht mehr sagen. Also ich denke eigentlich nicht, also in der Kindheit habe ich nichts mit Photoshop gemacht. Gator fragt, warum heißt du Muscle? Schickst du mir auch mal den Render? Und wie geil ist er? Also, warum ich Muscle heiße, ist eine gute Frage. Und zwar, ich war damals ja mal skaten mit meinen Homeboys. Und wir haben uns so einen Trick ausgedacht, der hieß Muscle Bag. Und das kommt von vermasselt und Bag halt, weil ein Trick muss irgendwie noch was Cooles haben.
Und ja, das war so ein 720-360 Flip, was wir mal dann auch bei Skate gespielt haben. Wir waren echt Skate und haben auch noch Skate auf der Xbox gespielt. Und ja, so haben wir den dann halt genannt. Und irgendwann habe ich angefangen zu zocken und also Battlefield Bad Company 2. Und da brauchte ich einen Namen. Und da habe ich mich dann Muscleback genannt. Und da mich aber alle nur Muscle genannt haben, habe ich dann Muscle gelassen und habe das Back dann einfach weggemacht. Und Skater, wieso du so geil bist, weil du YOLO Swagger bist. Hast du das mit dem Render schon gesagt? Rando, das weiß der. Okay. Wie hast du es geschafft, so groß zu werden und vor allem so gut? Hast du dir das selber beigebracht? Wenn es groß gemeint ist auf YouTube, dann habe ich es geschafft, weil ich mir Mühe gegeben habe und ja, weil die Leute mich irgendwie gefeiert haben und so gut bin ich geworden, weil ich geübt habe und geübt habe. Und wenn er meint, wieso ich so groß geworden bin, jetzt so in echt so groß, da bin ich nicht so sehr groß, aber da habe ich es mit Fruchtzwergen geschafft. Andere Rapper außer Lance. Ich könnte natürlich jetzt ganz viele VBT-Rapper aufzählen, aber alle würden mich jetzt haten, glaube ich, wenn ich VBT-Rapper aufzähle. Wäre ganz okay, welche ganz gut sind, sage ich jetzt mal so, Kollega. Ohne Farid, JBG, No Go. Sido, die neuen Lieder sind ganz cool. Wen feiere ich noch? Wer ist noch gut? Es gibt viele gute. Ja, weiter. Okay, wie bist du so geil geworden und welches Mikro benutzt du? Wie ich so geil geworden bin, das weiß ich nicht. Welches Mikro ich benutze, das ist das T-Bone SC440. Sehr empfehlenswertes Mikro. Gibt es bei Thomann für 69 € oder 89 mit einem Set mit Plopschutz, Ständer. Ja, ich habe Ständer gesagt. Und einem Kabel. Du kannst ihm ja noch mal in die Videobeschreibung packen. Jo. Wie lange GFX du schon und wie bist du darauf gekommen, mit GFXen anzufangen? Angefangen habe ich gesagt, wie ich dazu gekommen bin, wie lange ich es schon mache. Ich bin jetzt ein Jahr auf YouTube, habe 2 Monate davor angefangen, also ein Jahr, 2 Monate. Wie findest du das neue YouTube-Design? Gut, weiter. Was hältst du davon, dass viele sagen, dass GFXler aussterben werden, da das neue YouTube-Design kommt? YOLO. Weiter. Okay, wie bist du auf GFX gekommen? Habe ich schon gesagt, weiter. Kann man für das neue YouTube-Design auch noch gut was designen und macht es genauso viel Spaß wie beim alten? Na klar, weil jetzt ist 2D-Design inbound und nicht mehr diese ganzen 3D-Design-Dinger, weil das sieht einfach nicht mehr so gut aus bei dem neuen Design. Und na klar macht's Spaß, 2D-Design ist das Beste und vor allem es kostet nicht so viel Zeit. Weil ihr müsst nicht im Sinne mal vor die erst noch rummehren, bla bla bla. Nee, ich find's besser. Weiter. Warum hast du dich fürs GFXen entschieden? Weil mir Wichsen zu langweilig war. Weiter. Hättest du gedacht, in einem Jahr so viele Abonnenten zu bekommen? Nee, mein Ziel war eigentlich, also ich habe ein Ziel, ja, hatet mich. Ich wollte 500 Abonnenten bekommen und ja, ich habe es halt zu mehr geschafft, finde ich auch mega geil. Weiter. Wie lange machst du schon GFX? Ein Jahr, 2 Monate. Wie kam es dazu? Zu, dass du es so gut durchgezogen hast mit dem GFXen und Also der Typ, der kann kein Deutsch, kann es sein. Also ja, hier, er. der Typ, der das geschrieben hat, der hat auch einen Rechtschreibfehler und keine Grammatik. Ich habe es durchgezogen wegen euch, weil ihr mir immer gutes Feedback gebt und weil es mir Spaß macht. Was war dein Anlass, und mit GFXen zu starten? Mein Anlass wegen Philipp und weil es mir Spaß, weil ich es cool fand, was man damit alles machen kann. Durch wen bzw. wie hast du alles gelernt? Photoshop Design? Fragezeichen? Das meiste habe ich mir selber beigebracht und wenn ich mal was wirklich unbedingt wissen wollte, habe ich mir Tutorial angeguckt, aber ich habe mir ganz wenig Tutorials angeguckt und deswegen mache ich das auch alles auf meine Art, wie ich es mir beigebracht habe. Deswegen kenne ich auch nicht alles, was mir da Leute unten in die Kommentare schreiben, was mich ziemlich ankotzt, weil ich mache es auf meine Art und ich brauche da keine Hilfe von irgendwelchen anderen Leuten. Ich mache es so, wie ich es mir selber beigebracht habe und wenn es einfacher geht, ja schön, ich mache es trotzdem auf meine Art weiter. Weil so habe ich es gelernt und ich habe mir nicht ganze Zeit Tutorials reingezogen, was ich nicht schlimm finde. Weiter. Wie bist du aufs Design gekommen und wie lange hat es gedauert, so gut zu werden? Das, wie ich darauf gekommen bin, habe ich jetzt schon gesagt.
wie lange es gedauert hat, dass ich in Photoshop reingekommen bin, hat ungefähr einen Monat gedauert so richtig. Und dass ich so gut geworden bin, weiß ich nicht, weil ich bilde mich jetzt immer noch weiter und man lernt andauernd neues Zeug in Photoshop. Deswegen kann ich da keine Zeit sagen. Was sagst du zu Tierquälerei und Tierquälern? Fickt Tiere. Nee, war ein Scherz. Tierquälerei finde ich nicht gut, weil Tiere sind sozusagen, ich vergleiche es mal so, Tiere sind eigentlich Menschen. Menschen reden in ihrer Sprache und Tiere reden in ihrer Sprache. Und ja, das ist einfach genauso, wie wenn das Tier uns irgendwie quälen würde. Deswegen, das ist da eigentlich dasselbe, deswegen, wie als würde man Mensch quälen, deswegen mache ich da eigentlich keinen Unterschied. Deswegen ist alles so, Quälerei ist scheiße. So, weiter. Willst du das GFXen auch beruflich umsetzen? Jo. Magst du Kekse? Ja. Woher ziehst du deine Ideen? Aus meinem Hirn. Verfolgst du das VWT? Natürlich verfolge ich das VBT. VBT Beste. Ich weiß alles über das VBT, da kann mir niemand was erzählen. Groß, außer vielleicht ein VBTler. Ja, na klar, verfolge ich's. Weiter. Dein Fingerwort, könntest du mir da das Setup verraten? Natürlich kann ich dir das Setup verraten. Ich fahre viele, ganz, ganz viele. Und zwar fahre ich meistens Burlinwood. Zwei Stück davon sind von Timo Lieben, von dem Burlinwood-Besitzer, extra für mich hergestellt. Die kann man nicht so kaufen. Dann fahre ich immer Black Rural Trucks mit den TKAY Bushings. Und dann fahre ich dazu Substance Wheels oder Winkler Wheels. Und das Ganze kostet ungefähr zusammen 130 Euro. Kann ich nur empfehlen. Falls du ein Foto möchtest, schreib mich einfach an oder komm mal auf unseren Teamspeak. Weiter. Magst du Döner? Nee, ich mag Döner nicht so gerne. Ich mag lieber Pizza oder Dürüm, aber man kann es essen. Was hältst du von 3D-Backgrounds beim neuen Layout? Nix, macht 2D-Design, Jungs, macht 2D-Design. Wie viel wiegst du? So viel wie ich wieg halt. Weiter. Gehen die Space GFXer bei dem neuen Design unter? Die sind schon untergegangen, mein Junge. Die sind schon untergegangen. Okay, wie bist du zum GFXen gekommen? Habe ich schon gesagt. Wie hast du das Arbeiten mit Photoshop und Cinema 4D gelernt? Hab vorhin schon mal grob gesagt, ich habe mir alles selber beigebracht. Und probier halt und üb. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Weiter. Wie hast du auf YouTube angefangen? Ich habe auf YouTube angefangen mit Progressions von Backgrounds. Kannst du dir auch gern angucken und ja, so habe ich halt auf YouTube angefangen. Wer ist dein Vorbild? Ich habe kein Vorbild eigentlich, aber wenn ich ein Vorbild sagen sollte, was wäre mein Vorbild? Ich muss kurz überlegen. Ich will jetzt eins nennen, also ich kann nicht sagen, dass ich kein Vorbild habe, weil jeder hat ein Vorbild. Es gibt, ich glaube, das ist ein Russe, ich weiß nicht seinen Namen, aber ich weiß, das ist ein Russe. Ich glaube, warte, wie heißt der Typ? Ich muss, ich wartet, wartet, ich guck ganz kurz. Das werden wir herausfinden. Das kann ich jetzt hier nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss bloß kurz irgendwie den Typen finden. Das ist jetzt natürlich nicht ganz einfach, aber wir machen das ganz schnell. Und zwar gehen wir jetzt auf irgendeinen Kanal. Wer hat den in der Subbox? Wir gehen mal auf Chaos Design. Der hatte so einen Typ in der Subbox. Wir gehen auf TBJ, der hat in der Subbox drin. TBJ Arts, so. TBJ Arts. So. So. Oh, ey. Ich pack den dann unten in die Beschreibung rein. Wir machen weiter. Ich finde den jetzt nicht. Ich pack den dann in die Beschreibung. Okay, how many GFX experience? Ich würde sagen, wenn man es so sagt, dann bin ich fortgeschritten, ja. Wie viele Arbeiten hast du geschätzt schon gemacht? Über 100. Stehst du auf Ekel, Quad, Tentakel, Rosetten, Anus? Ja, klar, der steht da nicht drauf. Skala von 1 bis 10, wie findest du Nobody's Hoden? 10. Magst du Sex mit kleinen Kindern? Aber kommt halt drauf an, ob die frisch geboren sind oder wie alt die sind. Nee, natürlich nicht. Hast du vor, es mal mit einem Esel zu treiben?
Wer hat das nicht vor? Wie oft in der Woche fährst du? Dreimal am Tag mindestens. Würdest du einen Wadi lieber mit einem Messer, einer Pistole oder mit einem Stock töten? Mit einem Stock, weil das wäre mehr Quälerei. Oder? Würdest du einen Wadi töten, wenn sich die Gelegenheit erweist? Mit Sicherheit. Der Huhn versus der Gerät. Der Huhn. Viel kostest du pro Stunde? 10 Euro, ich bin eine billige Bitch. Wann kommst du endlich nach zu mir, Bitch? Jetzt, ich bin da. Hallo. Hast du schon mal während dem Sex eine Frau auf den Bauch gekackt und dich danach verpisst, ohne was zu sagen? Das mache ich immer so. Wer macht das nicht so? Hast du schon Hä? mal versucht, deinen Dödel in einen Staubsauger zu schieben? Noch nicht. Was ist für dich dein bestes Speeddart? Mein bestes Speedart. Das für Inkarts fand ich damals ziemlich geil, habe ich ziemlich gefeiert. Ja, das ist das Beste, würde ich sagen. Wie bist du so gut im Umgang mit dem ganzen Grafikprogramm geworden? Und von wem, was lässt du dich inspirieren? Ich bin so gut geworden, weil ich mir alles selber beigebracht habe. Inspirieren lasse ich mich einfach von vom Internet und von meiner Umwelt und bla. Wie hast du mit GFX angefangen? Habe ich schon gesagt. Und wolltest du von Anfang an auf YouTube GFX machen? Nö, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte damals gar keinen Kanal machen, aber ich wurde dazu überredet und dann habe ich es gemacht und bereue es auch nicht. Was kommt auf deinen Döner? Alles außer Tomaten und Zwiebeln und Kräutersoße kommt drauf. Ja. Oh, jetzt kommt mein Englisch. German, bitch, please. Englisch, warte. Das die Frage ist, den schreibe ich dann nochmal privat, ob ich selber groß geworden bin oder ob ich gepusht wurde. Und zwar, ich wurde von Rambo gepusht, habe ich 75 Subs bekommen. Ja, danke ich Ihnen auch nochmal. Ja. Wie rendert Weiter. man in Photoshop? Ist eigentlich jetzt zur Zeit, kann man das wirklich fragen? Damals war das eine Joke-Frage, aber er wollte mich damit auch jetzt verarschen, er das gefragt hat, wette ich. Aber man kann in Photoshop rendern, weil neue Photoshop CS6 hat die 3D-Version drin und da muss man rendern. Okay. Wie Da sahen klickt man einfach deine ersten rendern. WGs aus? Guck meine ersten Videos an, dann siehst du's. Wer hat dich dazu gebracht, mit Photoshop zu arbeiten? YouTube, also InkArts. Was ist deine Inspiration, noch weiterzumachen? Was macht dir am Design am meisten Spaß? Meine Inspiration ist, wenn ich sehe, wenn ich Abonnenten bekomme, wenn ich Nachrichten bekomme, dass es geil ist und ja, das ist es halt. Was hältst du von Speedarts zu großen YouTubern, nur um sich pushen zu lassen? Finde ich jetzt nichts Schlimmes dran. Mit welchem Programm arbeitest du lieber? Cinema 4D oder Photoshop? Ich arbeite mit beiden gerne, aber ich arbeite lieber mit Photoshop. Bist du beschnitten? Nö. Hast du eine Freundin? Nö. Warum hast du so eine geile Stimme? Wegen Swag, wegen Bosshaftigkeit. 44er Bizeps. Was denkst du Nee. über Apple? iPhone beste. Also Apple allgemein beste. Denkst du darüber, nach Grafikdesign zu studieren? Jupp. Was ist deine größte Motivation? Mein Penis. Was würdest du noch gerne in YouTube erreichen? Ich würde gerne für euch irgendwie so ein Review von einem Tablet machen oder von irgendwas. Das würde ich gerne erreichen. Also so, dass mir eine Firma das stellt und ich darüber ein Video mache und darüber erzähle und YOLO und Swag und Yo. Warum hast du das neue Design? Weil es geil ist. Wie bist du auf YouTube gestoßen und wie lange hat es bei dir gedauert, bis du richtig was in Photoshop konntest? Auf YouTube gestoßen bin ich wie jeder, einfach mal wegen, wenn mal ein Video da war, habe ich mir ein Video reingezogen. Ja. Arbeitest du schon oder bist du noch an einer Schule? Ich arbeite leider schon, aber gehe bald wieder zur Schule. Was hat dich erst auf das Design gebracht? Na, habe ich schon gesagt. Hier. Wer ist deine größte Inspiration gewesen? Die deutsche Community.
Und hast du dir alles selber beigebracht? Jupp. Und dann die letzte Frage: Magst du fliegende Bäume? Ich habe noch nie einen fliegenden Baum gesehen, aber wenn ich einen sehe, sage ich schönen Gruß von euch. Und ich habe jetzt nichts gegen den fliegenden Baum, also nee, ich mag die nicht, aber ich kann die auch nicht leiden. Ist einfach ein fliegender Baum halt, ne? So, das war's dann vom Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ja, dann haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao mit V.